Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Alan Wake. Oh, und jetzt? Scheiße, darum bewegt sich ja. Sind wir drauf im nächsten Karussell? Oh mein Gott. Ich das Bild hätte nicht aufheben können. Okay. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sehen Sie uns Ihren Kopf mal an, Mr. Wake. Ja, Erinnerung. Verflucht! Ich habe bitte gesagt! Ich brauche mehr Licht! Mehr Licht? Doppel E. Jetzt müssen wir erstmal warten. Ja, das ist ja das Verwirrende, ey. Ich glaube, ich muss hier. Ich nehme mal nicht, muss dann hier rein. Obwohl, dass mich der Scheiß noch umbringt. Okay, ich darf das Gitter nicht berühren. Zumindest der Erfolg auch weg. Nicht zu sterben. Im gesamten DLC. Ah! Oh mein Gott, jetzt wäre ich wieder fast draufgesprungen. Hey, ich war doch gerade eben da. Helfen Sie mir! Ah. Der Klicker. Ein Aufzug? Klar, warum nicht? Nächster Halt, Verstand. Sie schlagen sich tapfer. Weiter so. Es ist schwer, diesen Ort zu verstehen. Das ist ein Traum. Ein riesiger Ort, der völlig fremdartige Kräfte und Wesen beheimatet. Das Dunkel. Ja, ich weiß nicht, was nach Ihrer letzten Begegnung damit passierte. Gibt es einen Weg hier raus?
Manchmal können Übertragungen zwischen den Welten verschickt werden. Sie haben es selbst getan, aber den dunklen Ort verlassen. Ich weiß keinen Weg. Ding! Stuckys Tankstelle. Nicht das, was ich unbedingt sehen wollte. Aber offenbar war ich nicht der auf dem Fahrersitz. Naja, von mir sind wir wieder sicher. Eine weitere real gewordene Erinnerung. Wade würde es nie schaffen. Der Wahnsinn um ihn war bereits ein Teil von ihm. In ihm, in seinen Taten. Er konnte unmöglich gewinnen. Er wollte es nicht mal. Lass mich raus. Wenigstens war der Leuchtturm jetzt viel näher. Ich müsste irgendwie dort hinaufkommen. Take this. Kabel. Nachladen. Mein Gott. Nimm es. Brücke, noch mehr Kabel. Gegner. Sie sollten doch mittlerweile kein Problem mehr für mich darstellen. Ist hier irgendwas? Da oben ist was. Achso, es kommt dann wahrscheinlich runtergefahren, das Ding. I see. Wumm, wumm. Beautiful. Ich glaube immer noch nicht daran, dass wir lebend rauskommen aus der ganzen Geschichte, weil selbst Zane, der jetzt hier Jahrzehnte hier unten gefangen war, oder wie viel lange auch immer, ich weiß nicht, in welchem Jahr das Spiel spielt, sagen wir mal 10, 20 Jahre hier unten gefangen war, der hat keinen Ausweg gefunden. Dann werden wir sicherlich auch keins finden. Na, ja, richtig stabiles Zeug, ich freue mich. Da liegt nichts. Zane. Der Teil von ihnen, der die Kontrolle hat, ist in der Hütte, träumend und wahnsinnig. Das gefällt mir aber gar nicht. Sie sind der Teil von Alan Wake, der rational denken und planen kann. Deshalb rede ich mit ihnen. Wenn dieser Teil wieder die Kontrolle erlangen kann, dann könnten sie es schaffen. Aber ein Teil von ihnen will aufgeben.
Es liegt Trost im Vergessen der Träume. Sie sind der Teil, der nicht bereit ist, aufzugeben und zu sterben. Halt! Wollen Sie mir sagen, ich sei nicht real? Sie sind so real wie alles an diesem Ort. Es gibt zwei von mir? Ja. Und der, den Sie Mr. Scratch genannt haben, bin das auch ich? Nein. Zane, spielen Sie eine Art Spiel mit mir? Ich bin nicht der Autor Ihrer Geschichte. Aber Sie haben die Seite über mich und den Klicker geschrieben. Das war nicht meine Seite. Sie haben mich zu ihr geführt. Weaver hat sie bewacht. Ja, sie wurde gebraucht und Sie brauchten den Klicker, aber ich bin nicht. Was? Ich verstehe nicht. Sie sollten gehen. Zane? Was Zane, ist... bitte! Zane hat sich jetzt so komplett anders angeklungen, als würde uns, er verheimlicht uns irgendwas. Ist er Mr. Scrapple etwas? Er der Wahnsinnige? Wow, als ich vor seinem scheiß Ziegelsteiner getroffen werde. Ist doch Zane der Böse, so wie ich es gesagt habe. Ich kann mich nicht bewegen jetzt. Wo ist denn der Leuchtturm eigentlich? Ach, da oben. Die Brücke ächzte im fremden Wind. Sie verkündete die Ankunft des Feindes. Würde den Ort nicht lebend verlassen. Wie das? Wenn es sein muss, nehme ich die ganze Brücke mit dir runter. Alter, wenn ich jetzt damit das Wort getriggert hätte, ne, dann das wäre aber gewesen, ey. Dann wäre es das gewesen. Ich habe dich atmen gehört, Zane. Naja, los, sprich. Moment, ich kann Ihnen helfen. Mit einer weiteren Seite. Soll das gehen? Es ist wie Träume kontrollieren lernen. Es gibt eine Verbindung. Sie waren in meinem Traum. Ja, ich habe sie unterwiesen. Sie haben meinen Fehler bei Barbara wieder gut gemacht. Okay. Rock. Rock'n'Roll, Baby. Hier liegt doch bestimmt doch. Guck mal, hier liegt. Ah! Guckt euch an, wie mies das versteckt ist. Liegt einfach auf dem Boden hinter so einem Baum. Hui! Hui! Was ein Surprise. Ah, schieß doch.
Ja, fast wäre ich wieder gestorben, oder? Fast. Ich konnte es noch regeln. Flash! Habe ich schon mal gesagt, dass diese DLCs echt nicht leicht sind. Aber ich fand das erste DLC fand ich schwieriger bis jetzt. Aber es hat auch so seinen Kniffelpunkt bis jetzt. Was es nicht unbedingt leicht macht. Wake rannte zum Licht. Es war sinnlos. Er würde es nie erreichen. Sein Leben würde genauso einfach ausgelöscht werden, wie das, was ihn retten sollte. Sogar als das Licht fort war, musste ich immer weitergehen. Sie haben viele Probleme. Hallo? Da wir schon so ehrlich sind, Alan, und ich möchte wiederholen, wie sehr mich Ihr Durchbruch freut, möchte ich Ihren Zustand zusammenfassen. Ich bitte darum. Und bitte sagen Sie, wenn Sie glauben, dass ich unfair bin. Okay. Zuerst das Offensichtliche, der Unfall. Unbehandelte Kopfverletzung. Nichts gegen Dr. Nelson, aber er ist nun mal kein Neurochirurg. Wahrscheinlich hat die Verletzung Sie mehr beeinflusst, als Sie denken. Ja, ich hatte schlimme Kopfschmerzen. Dann ist da Ihre Vorgeschichte mit dem Medikamentenmissbrauch, gepaart mit chronischer Schlaflosigkeit, was zu Halluzinationen und extrem schlechter Impulskontrolle geführt hat. Das ist eine gefährliche Kombination, unter der Ihre Frau mehr gelitten hat als Sie. Das hat sie. Ja, ich weiß. Ich übertreibe wohl kaum, wenn ich sage, dass Sie sich in einer Phase des totalen Leugnens befinden. In Ihrer Fantasie sind Sie ein Held und ein Opfer. Sie erlaubt es Ihnen, sich der Verantwortung für Ihre Taten zu entziehen, Ihre imaginären Probleme zu lösen und die Dinge zu ignorieren, die Sie wirklich beschäftigen. In Ihrem Wahn sind Ihre persönlichen Probleme Instrumente, die Ihnen erlauben, Alice zu retten. Vielleicht sogar die Welt. Dr. Hartmann, ich glaube, das trifft es. Ich habe nichts einzuwenden. Aber das ist offensichtlich. Ich will nicht darauf herumreiten, aber nun... Nein, ich verstehe. Ich muss mich den Dingen stellen. Genau, Alan. Sie haben so viel Kraft und Fantasie in diese Selbsttäuschung gesteckt. Aber was hat es Ihnen letztendlich gebracht? Sie haben meine Hilfe abgelehnt und jetzt sind Sie hier. Hat Ihre Halsstarrigkeit Sie wirklich weitergebracht? Nein. Nein. Und hat sie Alice geholfen? War es wirklich das Beste für Ihre Frau? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Warum finden wir es nicht heraus? Ich habe mit ihr gesprochen. Sie wollte, dass Sie etwas hören. Oh, ja. Das klingt nach Spaß. Ich würde sagen, es wird echt weh, den linken Stick reinzudrücken die ganze Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Los, Mr. Wake. Oder sind das etwa Schuldgefühle, die Sie daran hindern? Mal sehen, was sie zu sagen hat. Und wir sehen uns mit in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.